Sie haben ein Quadrat. Das ist ein Quadrat, weil alle seine Seiten gleich sind. Ich habe diese Winkel nicht ordentlich gezeichnet. Alle Winkel sind 90 Grad. Also, wenn diese Seite direkt nach links und nach rechts läuft, dann läuft diese Seite direkt nach oben und unten. Eben das bedeutet der rechte Winkel. Nehmen wir an, dass unsere Seite 8 Meter lang ist. Diese Seite. Das ist ein Quadrat. Lass uns nun seine Flächeninhalt berechnen. Im Wesentlichen zeigt der Flächeninhalt, wie viel Platz eine Figur einnimmt. Das ist also eine Methode zu berechnen, wie viel Platz etwas im zweidimensionalen Raum einnimmt. Der zweidimensionale Raum ist zum Beispiel die Oberfläche des Bildschirms oder ein Blatt Papier. Wie groß sollte ein Teppichboden sein, um das Zimmer mit der Fläche von 8x8 Meter abzudecken? Der zweidimensionale Raum ist eine Art Oberfläche. In diesem Fall zeigt also die Fläche, wie viel Platz hier aufgefüllt ist. Und die Fläche des Quadrats lässt sich von der Fläche eines Rechtecks herleiten. Auch hier gilt Länge mal Breite. Aber da es ein Quadrat ist, so sind hier alle Seiten gleich. Jede ist 8 Meter. Unsere Fläche ist gleich. 8 Meter mal 8 Meter ist gleich 64. Und da hier Meter und Meter multipliziert werden, erhalten wir 64 Quadratmeter. Ihr könnt fragen, wo es Platz für diese 64 Quadratmeter gibt. Das besprechen wir gleich. Lass mich ein größeres Quadrat zeichnen. Ich hätte vielleicht sofort ein größeres Quadrat zeichnen müssen. Sagen wir, dass dieses Quadrat dasselbe ist. Lass mich das in die Mitte teilen. Und wir teilen es wieder und jeder Teil nochmals teilen. Ich hätte natürlich ordentlicher zeichnen müssen. Wir machen es noch einmal. Das teilen wir so und nochmal. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte euch die Größe von der Höhe und der Breite zeigen. Wir wissen, dass die Seite 8 Meter lang ist. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter. Das gleiche ist für diese Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter. Wenn wir von 64 Quadratmeter sprechen, zählen wir in Wirklichkeit jeden kleinen Quadratmeter. Ein Quadratmeter ist ein zweidimensionales Maß, das 1 Meter auf jede Seite hat. Das, was ich eben gelb gefärbt habe, ist ein Quadratmeter. Und ihr könnt es einfach selbstständig aufzählen. In jeder Reihe werden wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter haben. Und wir haben 8 Spalten. Wir erhalten 8 mal 8 Quadratmeter oder 64 Quadratmeter. Wenn ihr jeden Quadratmeter aufgezählt habt, könnt ihr auch auf 64 Quadratmeter. Nun lass uns den Umfang unseres Quadrates berechnen. Der Umfang ist eine Strecke, die ihr um das Quadrat herumgehen sollt. Der Umfang zeigt nicht, wie viel Quadratmeter Teppichboden ihr braucht. Wir brauchen den Umfang, um zum Beispiel einen Zaun unterm Teppich herum aufzustellen. Ich werfe jetzt Begriffe für drinnen und draußen durcheinander. Der Umfang zeigt uns, wie viel Meter Zaun wir brauchen. Der ist also gleich diese Länge plus diese Länge plus diese und diese. Wir wissen, dass diese Seite unten 8 Meter beträgt. Wir wissen auch, dass die Höhe auch 8 Meter ist. Das ist doch ein Quadrat. Diese Seite und diese Seite hier sind je 8 Meter lang. Wir haben 4 Seiten. 1, 2, 3, 4, je 8 Meter. Das ist genauso wie 8 mal 4 ist gleich 32 Meter. Nun beachtet, dass wir alles in Metern messen, um die Zaunlänge herauszufinden. Wir sind in einer Art eindimensionalen System geblieben, weil wir hier kein Quadratmeter berechnen. Wir messen keine Fläche hier, wir messen die Strecke, um die Quadrat herumführt. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir den Zaun entlang gehen und dann abbiegen. Wenn unser Zaun gerade wäre, dann hätten wir eine 32 Meter lange Strecke.
Deshalb messen wir den Umfang in Meter. Der Flächeninhalt wird aber in Meter Quadrat berechnet, weil wir den in einem zweidimensionalen Raum berechnen. Nun wollen wir uns an etwas Interessantes machen. Was geschieht, wenn wir das Quadrat durch einen Rechteck umtauschen? Nehmen wir an, dass diese Seite 7 cm ist und die Höhe 4 cm beträgt. Welchen Flächeninhalt hat unser Rechteck? 7 mal 4. Pass auf, wir können 7 Spalten zeichnen und jede davon wird 4 Quadratzentimeter haben. Jedes Teilchen ist 1 Quadratzentimeter. Um sie alle mitzuzählen, nehmen wir 7 mal 4 Quadratzentimeter. Wir erhalten 28 Quadratzentimeter. Und wie groß wird der Umfang? D ist gleich der Abstand unten 7 cm plus dieser Abstand rechts 4 cm plus der Abstand oben 7 cm. Da es ein Rechteck ist, sind die Abstände oben und unten gleich, also plus noch 7 cm. Und wir haben noch den Abstand links, der dem rechten gleich ist. Der ist 4 cm, also plus 4 cm. Was erhalten wir? Wir haben 7 plus 4 gleich 11 und wir haben andere 7 plus 4. 11 plus 11 macht 22 cm. Das sind keine Quadratzentimeter. Lass uns ein bisschen von den Rechteckaufgaben ablenken. Sehen wir mal, wie wir die Aufgabe mit Dreiecke lösen können. Nehmen wir an, dass ich ein Dreieck habe. Sagen wir, dass dieser Abstand zum Dreieck gehört. Ich mache das anders. Das ist unser Dreieck. Nehmen wir an, dass dieser Abstand 7 cm ist. Die Höhe des Dreiecks ist 4 cm. Wie groß ist der Flächeninhalt unseres Dreiecks? Wenn wir Rechteck hatten, multiplizieren wir einfach 7 mit 4. Was haben wir erhalten? Den Flächeninhalt des ganzen Rechtecks. Wenn wir jetzt 7 mit 4 multiplizieren, erhalten wir den Flächeninhalt eines solchen Rechtecks. Ich zeichne unser Rechteck fertig. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck, diese Seite senkrecht und diese waagerecht. Der Winkel beträgt 90 Grad. Ihr versteht das, wenn ihr die Videos über die Winkel gesehen habt. Wir sehen schon, dass es fast die Hälfte eines Rechtecks ist. Nein, nicht fast, das ist es. Wenn ihr genau das gleiche Dreieck zeichnet, es umdreht und dann beide Dreiecke zusammenlegt, erhaltet ihr ein Rechteck. Wenn ihr 7 mit 4 multipliziert, erhaltet ihr die Fläche des ganzen Rechtecks. Wir haben den eben berechnet. Wir brauchen aber die Fläche des Dreiecks. Aus der Zeichnung kann man erkennen, dass die Fläche des Dreiecks die Hälfte der Rechteckfläche ist. Also, die Fläche des Dreiecks ist gleich die Grundseite B mal Höhe H. Das ist die Rechteckfläche. Um Dreieckfläche zu finden, sollen wir das durch 2 teilen. Also, ein Zweitel mal Grundseite mal Höhe. In unserem Fall ist es ein Zweitel mal 7 cm mal 4 cm. Wir wissen schon, dass 7 mal 4 28 ist. Wir multiplizieren das mit 1 Zweitel und erhalten 28 mal 1 Zweitel ist gleich 14 Quadratzentimeter. Also die Fläche dieses Dreiecks ist genau die Hälfte der Fläche des Rechtecks hier. Nun, der Umfangberechnung dieses Dreiecks ist ein wenig komplizierter. Wir sollen diese Länge herausfinden. Und das ist nicht leicht. Das wird leichter sein, wenn wir den Satz des Pythagoras anwenden.
aber wir werden das jetzt überspringen. Lass uns noch ein Dreieck zeichnen. Das war ein besonderer Fall, dass unser Dreieck wie die Hälfte von einem Rechteck aussah. Lass uns ein Dreieck zeichnen, das ein bisschen schräg ist. Nehmen wir an, dass diese Seite 3 Meter ist. Diese Länge ist 3 Meter. Nehmen wir an, dass wir nicht wissen, wie lang diese und diese Seite sind. Wir wissen aber, dass wenn wir ein Lot fällen würden, das ist so, als ob ihr auf einem Gebäude oder einem Berg steht und etwas direkt auf den Boden fallen lassen würdet. Wir wissen also, dass dieser Abstand 4 Meter beträgt. Wie groß ist die Fläche eines solchen Dreiecks? Wir nutzen dieselbe Formel. Die Fläche ist gleich 1 Zweitel mal b mal h. Die Grundseite ist die Seite hier. Das heißt 1 Zweitel mal 3 mal Höhe des Dreiecks. Wir bezeichnen das als die Höhe. Das Ding befindet sich nicht einmal im Dreieck, aber das ist wirklich seine Höhe. Wäre das ein Gebäude, könntet ihr euch seine Höhe vorstellen. Also 1 Zweitel mal 3 mal 4. Wir nutzen diesen Abstand. Wir erhalten 6 Quadratmeter. Wir haben hier mit dem Quadratmeter zu tun. Ich möchte, dass ihr euch diese Regel merkt. Wenn wir so ein Dreieck haben, sagen wir, dass diese Seite 3 Meter ist und diese Seite ist 4 Meter. Das ist nicht der Fall, wenn wir gleich die Formel anwenden können. Wir bräuchten hier mindestens die Winkelgröße zu wissen, sonst können wir die Fläche nicht berechnen. Das ist also nicht so einfach. Wir sollen die Höhe des Dreiecks wissen und das ist nicht diese Seite. Wir sollen die Höhenlänge herausfinden, dann können wir die Formel anwenden.